Stunden geleistet, dass es heute möglich ist, dass die 1000 Akteure hier im Einsatz sind. Dann noch ein kleiner Hinweis, wo sie bitte auch respektieren. Es hat Gehörschutzpfröpfe, die überall verteilt werden. Insbesondere dann, wenn die Freischar und Kadetten hier reinkommen auf die Schützenmatte, wird es laut. Es wird sehr laut. Und da ist es wirklich sinnvoll, ihre Ohren zu schützen. Benutzen Sie die Gehörschutzpfröpfe, die verteilt werden. Schützen Sie Ihr Gehör, schauen Sie für Ihre Gesundheit. Denn die Wilden, der Zug von den Wilden, werden von Marc Steuber angeführt. Marcos Il Capo del FC, der wird geführt von Stefan Zink, Stefano Calcio di Rigoro. Funker, auch das ist wieder eine wichtige Disziplin, dass wir immer wissen, wer wo ist, dass man die Rückzüge planen kann. Der Martino Frequenzo, der Martin Kieser, Osamisti. Dann kommen wir zu den Schützen und zu den Unihockeyer, der Marc Grieshammer, Marco Curatore, Emotivo, der Martello di Semola. Dann die Marketenderinnen, auch das, ganz wichtige Truppen. Irgendwie muss man ja die Freischärler bilden. Versteckt in den Bäumen, Kadetten, sie haben sich super gerade formiert. Marketenderinnen probieren von hinten ihre Kohorten zu unterstützen. Es bringt nicht so wahnsinnig viel leider im Moment. Man hat schon das Gefühl, der Feld von der Freischare. Und der Stabschef der Freischaren ist natürlich noch dabei. Der Brumovic, Parlante del Cantone, der Peter Buri, er übt das Amt seit 2004 aus. Da fährt er gerade vor uns durch. Brumovic, Parlante del Cantone, ist innerhalb der Freischaren zur Mission für die Organisation und die ganze Durchführung des Manövers verantwortlich. Er wird auf 2020 ebenfalls zurücktreten. Und jetzt bin ich extra ein bisschen ruhig. Anton kommt etwa, Sierra Madre oder dieses Jahr vermutlich der fliegende Doppeladler. Sind stark angewachsen, darum geht es diesen Freischaren auch so gut. Es hat glücklicherweise immer mehr. Und sie markieren wirklich das Schöne am Freischarenwesen. Sie sind auch für das Trinken und für die Verpflegung der Freischaren verantwortlich. Wobei wir uns haben noch sagen, dass also die Feldflaschen nicht immer nur mit Kamillentee gefüllt sind. Und gar nicht fehlen, dass was hinten dran kommt. Sie sehen Kassen im Einmarsch. Die reich gefüllte Kriegskasse. Sie sehen, die Kiste ist am Überlaufen. Offensichtlich ist es unterwegs wirklich gut gegangen. Eddie Bume, Edmundo Cerciasoldi, er ist der Säckelmeister. Er schaut, dass man hier gut ausgestattet immer wieder ins Manöver kann. Wunderbar, wie man ist.
Die Reiter von der Offiziersgesellschaft, die haben ihr ganz traditionelles Kostüm. Der Zug wird geführt von der Carmen Zodisch, Carmen del Pafuro Alhara. Carmen ist auch gleichzeitig Verantwortliche für das Reiterwesen in der Freischarenmission. Und ganz vorne auf der Schützenmatte sehen Sie, wie sich die Kadetten jetzt formieren, wie sie sich aufstellen. Und ein weiterer Zug kommt rein. Die Anatolier kommen an, mit ihrem schönen Adler auf der Flagge, der gemischte Zug von der Freischaren, wo die Leute, die keinem Zug angehören, der Pasquale Volanti e Triumphantis. Begrüßen wir hier auf dem Feld die Anatolier mit dem Pascal Steudler. Er ist seit 2016 im Einsatz. Die sind auch hier erst gegründet worden, weil sie Haufen Freischarinnen und Freischaren gehabt, die kein Zug oder kein Verein angehört haben. Den Zugführer kennt man am besten, der hat meistens irgendeine Zigarren oder Zigarillo im Haus, so wie auch jetzt. Und ziemlich räuchen tut das verletzte Fahrzeug, das hier hinten vor, hinten am Wald laufen die Scharmützel. Wobei auch da muss ich leider feststellen, Freischaren werden zurückgedrängt Richtung Schützenmatte. Und da ist noch der Schreiber, der das Gefecht wird dokumentieren will. Cortège Sécurité. Sicherheit, ganz wichtiger Zug, wie ich es erwähnt habe, bereits 40 Leute, die hier in der Sicherheit unterwegs sind und schauen, dass gar nichts passiert. Kreuzungen, die abgespielt werden, Strassen, die freigehalten werden, dass all die Züge unfallfrei sind. Tamburen oben, Tamburen, die in den Landsknechtenuniformen sind, Rüfenotto, Hong, Hiuzi, Conla Barbarossa, der Benny Rüfenacht führt die Tamburen seit dem Jahr an. Tamburen gehören zu den Stützen der Rennqualität und dienen auch als Führungshilfe. Immer dort, wo es kübelt und wo es tätscht, sind auch Freischarenheime. Und Tamburen, Entschuldigung. Tamburen, ein grosser Gewinn für all das 2018. Auch wenn sie hier jetzt echt rauchig gedrückt werden aus den Geschützen. Zwischenzeitlich begrüßen wir auch ganz herzlich die geladenen Gäste. Ja, ja, 300 Stück. Und jetzt hätten wir fast den Einmarsch von den Anatolier verpasst. Das wäre jetzt ganz schade gewesen. Gemischter Zug. Bitte stehen, Bärenfahren. Falsch. Falsch, ich glaube. Und dritter Zug zum ersten Durchmarsch. Empfehlen Sie doch die Reiter mit einem herzlichen Applaus. Sie sehen die Freischaren, sind sehr gut gepackt, hier formiert, ihnen vorbeizureiten. Ein wunderbares Bild. Hinter drei Beduinen, auch sie mit wehendem Gewand. Und Spannung steigt. Wann kommt es zu einem richtigen Angriff? Weil dieses Jahr ist klar. Dieses Jahr werden die Freischaren obsiegen. 670 Freischaren, ich kann es noch mal erwähnen, gegen 300 Kadetten.
Das ist doch die Sache klar. Und noch gehen die Reiter Gas bei einem Umritt. Spannige Schwumme haltbar. Ein tiefiger Angriff von den Gümmerer. Die Radfahrer hinter der PS kommen die MS und der Xen nicht wirklich viel langsamer. Viele Menschenstärken im Abfahren ist es tief gegangen. Beim Auffahren schauen bitte weg. Das ist ganz klar, da hören wir. Und was die Schotten die doch noch machen, da kommentieren wir jetzt nicht. Ist nicht jugendfrei.
Nähert sich auch der Freischar-General und lässt sich dann hier tatsächlich auf Gespräche ein. Oder eben nicht. Das war, glaube ich, nichts. Nichts mit Friedensverhandlung. Freischaren sind noch guten Mutes, dass da noch etwas geht. Aber ich bin überzeugt, da geht noch etwas. Alle sind gespannt. Da kann man nicht ans Aufgehen denken. Und da sind wir mächtig froh. Die Generalität zieht sich wieder zurück. Es wird wieder formiert, so wie wir uns das gewünscht haben. Stefan Regli, der Kämpfer mit dem weißen, schönen Hut,
seine Leute zurückgedrückt. Das ist dieses Jahr für Freischaren ein Trost. Bis jetzt war er immer auf der Siegerseite gewesen. Und jetzt als Präsident von der Freischaren-Kommission ist er sowohl auf der Sieger- wie auf der Verliererseite. So schnell kann es gehen, Stefano. Und jetzt kommt es tatsächlich zu der Verhandlung. Der General mit dem Stab kommt führend. Der Brumovic Parlante del Cantone, der Stabschef, wird sicher seinen General begleiten. Auch die Kasse mit dem Schatz wird nach vorne bewegt. Und sehen Sie, wie gerade auf, dass die Kadetten noch laufen, voller Stolz. Sie sind überzeugt, der Sieg wird auch dieses Jahr noch drin sein. Die Überzeugung gibt es noch nicht. Sind wir gespannt, was die Generalität macht. Der berittene Generalstab wird ja angeführt zum letzten Mal vom Stefano il Notaio ex Pralino. Und er wird natürlich nur zu gern, wird er natürlich jetzt heute noch den Sieg haben. Haupe, was hast du für eine Forderung an uns? Geld auf! Wir haben vorhin wollen verhandeln. Und dann sind wir wieder abgezogen. Aber ich gebe unter drei Bedingungen. Übergebe ich dir mein Sabel. Wir wollen freien Abzug. Wir wollen ein Z'neuni. Oder ein Z'vieri. Und wir wollen einen Freischarentanz machen. Unter diesen Bedingungen tun wir kapitulieren. Bist du damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Aber nur, wenn wir euch wirklich zurückziehen. Wir haben noch nie ein Wort gebrochen. So wird es auch damals sein. Ich überreiche dir jetzt die Sabel zum Zeichen von unserer Kapitulation. Stop!
Ball die Hand. Give me the ball!
Thank you.
Thank you.